fehlerhafte Anwendungen anzeigen. Fehlerhafte Softwareinstallationen oder Viren können zu einem fehlerhaften Betriebssystem führen. Nur wer weiß denn schon, welche Anwendungen fehlerhaft sind bzw. waren? Um diese fehlerhaften Anwendungen anzuzeigen, klicken Sie auf Start und wählen Systemsteuerung. Scrollen Sie nach unten und öffnen Sie anschließend mit einem Klick das Wartungscenter. Klicken Sie auf den Pfeil im Abschnitt Wartung, um das Menü zu erweitern. Scrollen Sie erneut nach unten und wählen Sie Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen aus. Die erstellte Grafik zeigt Ihnen den Zuverlässigkeitsverlauf von Windows über die letzten Tage an. Anwendungsfehler werden durch einen roten Kreis mit weißem X gekennzeichnet. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Fehlersymbol, erfahren Sie weiter unten Details zur Anwendung und die Art des Fehlers. Klicken Sie auf Technische Details anzeigen, um nähere Informationen über den Fehler in Erfahrung zu bringen. Nach dieser Fehlerbeschreibung und dem Fehlerstatuscode können Sie im Internet recherchieren.